Bitte sehen Sie es mir aber nach, dass ich heute Morgen nicht alle Namen gekriegt habe. Der Verantwortlichen, Zuständigen, Förderer, Unterstützer, Nachbarn, Ehrenamtlichen, Politiker und Freunde ist so lang, dass es natürlich unendlich den Rahmen sprengen würde. Ich freue mich, dass Sie alle heute Morgen gekommen sind. Und natürlich durch Ihre Anwesenheit diesen besonderen historischen Moment für Endebetrag einen würdigen Rahmen. Ich verfüge das heute offiziell nationalen Funktionen. Eine freudige Ereignisse. Also ich bin auch nicht so super nett begrüßt worden, weil mein Auftreten war immer verbunden damit, dass ich gerne an den Untergrund der Städte und Kreise und so weiter wollte, um zu kommen. Auf der Platz ist für hochradioaktiven Abfall. Das erinnert mich an das Ja, sehr geehrte Kultusministerin, Frau Heidemester, sehr geehrte Bürgermeisterin, sehr geehrte Wegbegleiter, Unterstützer und Förderer der Kulturhöhle. Auch ich darf Sie heute ganz herzlich im Haus Ennepetal begrüßen und willkommen heißen. Wir kommen in Antrag. Die Umweltministerin hat es gerade gesagt, wir haben sehr viele Förderer und Unterstützer. Wir haben auch schon ein paar, ich komme später nochmal drauf zurück, wir haben schon ein paar Bauabschlüsse hinter uns und wir mussten jetzt schon vom Biopark-Center ins Foyer umziehen, weil die Größe nicht mehr auf. Und freue mich heute sehr. Jetzt haben wir sehr viel über die Höhle gehört. Jetzt glaube ich, wollen wir sie auch sehen. Deswegen noch zwei Sätze organisatorischer Art. Es gibt auch nicht nur Schnitte und Igel, sondern es gibt auch mal kleine. Das ist ein bisschen. 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 Das ist
Du hast doch auch den Niedergang, hast du Niedergang. Du kannst mit Geld hier rausgehen, in der Führung.